Ja, schnell die Tasse weg. Ah, meine ganze Hand ist voller Kaffee. Ah, sorry, dass ich mich gerade nicht bewege. Ich muss gerade mit meiner Hand trocken kriegen. Oh. Okay, jetzt kommt her. Zombies! Ach komm, wozu haben wir unser Billy? Ich habe nicht gemerkt, dass du da bist. Egal, der kann uns hier ganz gut jetzt helfen. Billy und die Kettensäge. Ein Herz und eine Seele. Ja, das hier ist jetzt auch der längste Abschnitt im ganzen Spiel. Warum? Das werde ich nicht länger sehen. Ich kann es euch eigentlich auch sagen. Also hier wird jetzt alles an Monstern auf uns geworfen, was wir bisher im Spiel alles gesehen haben. Was uns begegnet ist. So, die Zombies haben wir hinter uns, jetzt kommen die Spinnen. So, jetzt sind es noch zwei. Ja, good old Billy. Der kann auch ein bisschen was. Ah, jetzt haben wir Hündchen, 25 Stück. Ach, Katzen kommen auch, okay. Also alles, was an kleinem Viehzeug da ist. Skorpione. Hier taucht jetzt alles auf. Ich weiß gar nicht, zählt das auch für Bosse? Ich habe mir gar nicht gegen alle Bosse nochmal anzutreten, weil das wird dann widerlich werden. Roboter kommen bestimmt auch noch. Oh, Billy, du bist aber kein Katzenfreund. Mit der Kettensäge auf die Muschi losgehen. So, jetzt wird's geistreich. Könnt jetzt die Musik von Ghostbusters hier einspielen, aber ich würde, dann werde ich Thema-Probleme ohne Ende kriegen. Ach nee, das darf ja nicht mehr gesagt werden. Okay, jetzt haben wir hier fliegende Bücher. Nein, auf die wollte ich jetzt nicht losgehen. So, das waren die Bücher. Jetzt kommen noch die Schlümpfe dazu. Mit ihren dazugehörigen. Aua. Ein Schlupfretter kommt die weg und haut sich dann ein auf die Schnauze. Ach, Kaffee trinken können, ohne mich selbst einzusauen. Ah, Billy kümmert sich da schon drum. Und diabolische Squad-Zahlen da unten gerade. So. Hey, Billy! Du Arschloch! Das finde ich ja irgendwie so genial. So, Billy ist verbündet, aber kann uns auch umliegen. Also, über Friendly Fire. Ah, geh weg! Und jetzt haben wir die Feuerdemons, Feuerdämonen. Ich weiß nicht, was Billy da unten vor, der guckt sich den Zaun an. Na, halt ein bisschen dusselig hier nach Bier in der Route. Weil die man nie sagen sollen. Na los, Billy, mal platt. Oh nein. Kürbisköpfchen. Oh, das ging ja auch jetzt. Ratze, putze, was kommt jetzt? Ah, Billy geht schon drauf los. Klonis! Jetzt benutzen wir mal unsere Schusswaffen. Ich weiß gar nicht, kann die eigentlich auch sterben? Wenn er zu viel Damage abbekommt, oder... Macht der Junge. Auf jeden Fall geht er da auf 7 Keys S los. Ja, jetzt kommt Kraft Zeppelinus. Meine Güte, hört auf mit mir Bomben zu werfen.
Es sind nur drei. Gott sei Dank, muss ich sagen. Alter, und Billy, du tust auch nicht gerade gut daran, hier mein Freund zu sein. Oh, zwei haben wir. Aber drei saust da oben noch rum. Das können wir eigentlich auch nur an den Schatten erkennen. Oh. Born to be wild. Ah, da kommen bestimmt unsere Heinis ohne Beine auch noch. Oh Gott, dann kommen diese dämlichen Vögel auch noch mal. Ah, wundervoll. Die habe ich ja auch so lieb. Ja, wenn man vom Teufel redet, da sind sie auch schon. Schlümpfe hatten wir, Zombies hatten wir. Ey, Billy, lass mich in Ruhe. Geh auf einen anderen los. Dammige Axt. Billy, aus. Ja. Aliens. Ganz vergessen. Auch noch. Ah, nur sechs Stück. Es muss ein bisschen mehr Bildschirm los sein, sonst lohnt sich der Special nicht. Oh, ganz zum Schluss wartet nachher Billy auf uns. Ja. Ganz zum Schluss gegen ihn antreten müssen oder sowas. Oh, wo im Karton hier. Ja, war klar, die neuesten kommen auch. Wenn hier noch diese alten Piepmetze dazu kommen, dann lassen sie. Ey, ich hab mein Special, lass mal los, die haben mein Special abgebrochen. Ersche. Oh, hier was mit 5. Oh, nö, jetzt haben wir die. Jetzt haben wir gleich den Eiersalat. Ich hoffe, Billy ist wenigstens so intelligent, dass er auf die Eier losgeht. Die Ostereier müssen wir platt machen. Sieht das nämlich ein Problem aus? Kommt ewig! Kommen die immer wieder. Respawnen dann immer wieder. Und Billy! Auf dem Scheiß. Schnell das Ei kaputt machen. Billy, hauen wir auch noch einen an die Fresse. Ja, komm. Hauen wir einmal Munition. Nächste Runde! Oh, na, toll. Auf die Plätze, fertig. Los! Hex! Was kommt? Gargoyles kommen bestimmt auch noch. Die hatten wir auch noch nicht. Was gab's denn noch hier an Gegnern? Ich bin hier schon mal gar nicht mehr durch. Checkies hatten wir. Also die Pumpkin-Köpfe. Nein, ich will nicht das blöde Fass. Ah, die habe ich auch ganz vergessen. Bei Samurai. Ich versuche mit ihm zu kommunizieren. Oh, schon mal da. Oh, Banzai. Ah, Banzai. Ganz ernst. Er hat Billy auch einen platt gemacht. War klar, du Lusche. Mein Witz, Samurai-Kampf. Sam Arakiri. Ich habe meine Ehre verloren. Deswegen muss ich jetzt machen Harakiri in der Shittibok. Ah, dann kommen Bigfoots bestimmt auch noch. Hier auf der Nase noch zwei. Schütteln, schütteln, schütteln.
Ja, kümmer du dich um den einen, ich um den anderen. Können wir nicht auch einfach Billy verhauen? Ach, Erddämonen. Ah, da kommen schon die anderen Sorten auch noch. Oder? Nee, das sind, glaube ich, alle. Ja. Taucht bestimmt jedes Element zweimal auf. Also zweimal Erde, zweimal Feuer, zweimal Eis. Das mit dem Vampirzahn ist aber eine geile Fähigkeit. Aber man sieht ja, wie die Lebensenergie wirklich mehr wird. Ah, shit, die Touristen! Ich bin ja gleich schon wieder fast komplett geheilt. Ah, da kommen die Vampirellas und die Mumien bestimmt auch noch. Hab ich ja ganz vergessen, die gibt's ja auch noch. Ja, kaum hatten wir vorhin vom Bigfoot geredet, ist er auch schon da. Oh, schon ist er weg. Ja, Billy kümmert sich um einen, ich um den anderen. So. Ach, Andale! Sanchez, was macht die Kunst mit Ziege? Na, Siesta. Siesta halten. Meine Herren, jetzt kann man aber echt Punkte farmen. Also wir können gleich nochmal richtig gut bei unserem Hyopie da einkaufen. Oh, ich hoffe nicht, dass unsere diese Trompeten fritzen und die wiederkommen. Das wäre... Ja, okay, mit Werwolf kann ich auch noch leben. Na schön, der Acker. Moschen hier. Ja, und schließlich mit dem Scheiß. Naja, weiß nicht, aber... Komm her! Ja, au, das tut weh. So, drei. Na, kratze ich mir mal ganz gut hier am Kopf. Das einzige Problem hier wirklich... Die Gegner sind nicht das Problem. Billy ist das Problem. Der Eintritt macht das. Oh, fuck. Ah, aber wenn wir ihn verkloppen, können wir uns regenerieren. Matschis! Ey, Billy, kannst du dir nicht mal deinen eigenen Gegner suchen? Er geht immer auf denselben los wie wir, ey. Das ist nervig. Oha. What? Was da? Was war das? Ach, du Scheiße, diese Bomben. Okay, da gehe ich im Fernkampf drauf. Kugelwaffe. Okay, Billy macht's alleine. Kann ich auch mitleben. Ach, das ist doch unser Captain Wilde Klöte. Der mal die Eier vom aus meinem Kühlschrank klauen wollte. Du sollst nicht auf Billy losgehen. Ah, also sind wir jetzt sozusagen bei den Endboss angekommen. Hoffentlich kommt nicht wieder die alte Granny dazu, die mich ab. Ja. Roboter. Wartet. Die hätten früher kommen können. Nein, die Scheiße, wir müssen hinter mir gehabt. Warum du? Warum so viele? Ja, mich mal einplatt, Billy! Du was? Du sonst auch nur Scheiße. Haha, einer ist im Arsch. Ich meine kaputt. Obwohl, kommt aufs selbe raus. Du bist dieses Fass, du. Komischer. Möchte gern. Roboter. So, den zweiten haben wir auch kaputt. Wie die sich mal. Aha.
Ach, Frankenstein. Ich meine Frankensteins Monster, es ist ja nicht Dr. Frankenstein. Geil, ich habe immer so in den rumtanzen, dann kriegt der uns gar nicht. Ach, die Gorgonin. Nee, nee, euch mag ich ganz und gar nicht. Genau deswegen mag ich sie nicht. Billy, wozu habe ich dich engagiert? Bestimmt nicht um ein Kaffeekränzchen zu halten, Zimmer. Boah, da sind auch eklige Proleten an den Taschen. Ja, da sind mir die Mumien noch schon. Die können wir uns wenigstens regenerieren, weil die eh kaum gar keinen Damage machen. Willi? Hör auf, mich zu unterbrechen. So. Was ist das? Ein kleiner Furz mit Samurai-Schwert und ein großer mit Minigun. Ich fühle mich ein wenig verarscht. Wie ist das? Sind das Entwickler? Ich habe keine keine Ahnung, ich erkenne so viel. Oder waren das diese bösen Ichs? Haben wir fertig? Ich will fertig. Hau rein, Billy! Sogar verabschieden tut er sich. Hat er denn so einen Zauberwürfel vorhin in der Hand gehabt, oder? Tatsache, Zauberwürfel. Auf den Arsch steht Pikmi. Er wirft uns den Zauberwürfel zu. Billy! Nein! Wow. Sag mir jetzt nicht, dass Billy gerade gestorben ist. Let's slice up some demons for Billy. Use your dodge to make it over the gap.